Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Inge Rehak. So, und schon der erste Hänger. Mein Name ist Inge Rehak. Ich bin seit ungefähr, jetzt muss ich wieder überlegen, 17, 18 Jahren medial tätig, hauptberuflich. Man verzeiht mir meine Aussetzer. Es ist wieder einmal eine große Sommerhitze hier. Und ich muss Fenster und Tür zumachen beim Filmen, weil das sonst akustisch nicht so interessant ist für dich, weil einfach Störungen sind. Deswegen steigt dann die Hitze und ja, so, genug davon. Ich freue mich, hier meine Erfahrungen, Informationen, Tipps, Tricks, Erlebnisse über Medialität zu teilen und häufige Fragen zu beantworten. Wenn du das Thema und mich, meine Art, gut findest, ist es genial, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du unter dem Video mir vielleicht einen Kommentar da lässt. Das freut mich sehr, da achte ich auch drauf, dass ich antworte. Manchmal kann es mir passieren, dass ich was übersehe. Prinzipiell bin ich aber jemand, der auf Fragen antwortet. Da kannst du dich darauf verlassen, dass es auf jeden Fall meine Intention ist. Ich habe schon mal beobachtet, dass mir was entgangen ist, deswegen 100% versprechen kann ich es nicht, aber steht auf meinem Plan. So, heute werde ich über etwas sprechen, was vielleicht manche gar nicht so gerne hören wollen. Aber ich bin sehr gerne ehrlich und deshalb auch hier und heute. Also etwas, was mir oft heute ist es wirklich mit der Formulierung ein bisschen holprig. Etwas, was mir oft als Frage gestellt wird, was oft an mich herangetragen wird, ist: Kannst du mir helfen herauszufinden, ob ich in meinen medialen Fähigkeiten blockiert bin? Wenn ja, was es ist? Und wenn ja, wie kann ich diese Blockaden lösen? Ist eine völlig legitime Frage, von der du ausgehen kannst, dass du mein vollstes Verständnis hast. Und meine Aufmerksamkeit allerdings sieht meine Antwort folgendermaßen aus. Jetzt kommt die Ehrlichkeit. Nein, noch ein Schluck Wasser. Ein Flamingo-Wasser heute. So, was ist meine Antwort hier? Meine Antwort ist: Du bist garantiert blockiert in deinen medialen Fähigkeiten, weil wir als Mensch einfach in Blockaden leben. Heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen sollen und sagen, was soll's, wir sind eh alle blockiert, sondern wir sind natürlich dazu angehalten, unsere Blockaden laufend zu lösen. Und Blockaden ist sowieso so ein dubioses Wort, darunter fasse ich alles zusammen, was dich zurückhält, ganz du selbst, ganz in deiner Kraft und ganz in deinem Potenzial zu sein, okay? Was du aus früheren Leben, aus deiner Familie, viel Familiensystem, aus sozialen Prägungen oder auch aus Erlebnissen aus deinem Leben so angesammelt hast, was ein bisschen sperrig ist, vielleicht dunkel, unangenehm, bremsend, vielleicht sogar mit Schmerzen in Verbindung. Das verstehe ich unter Blockaden. Also wir sind angehalten, an unseren Blockaden zu arbeiten, sprich sie nach und nach zu lösen. Dazu gibt es zig, hunderttausend, beinahe unendliche Möglichkeiten. Also, um das erste zu beantworten, du bist garantiert blockiert in deiner Medialität, weil Blockaden im Menschsein sich oft auch auf die Medialität auswirken. Also, da müssen wir nicht viel forschen und suchen. Ja, bist du, bin ich, sind wir alle. Okay? Was war denn die zweite Fragestellung? Die zweite war, genau, was ist es denn? Okay. Ich falle mit der Tür ins Haus. Okay, man möge mir vergeben für die Direktheit, aber ich rate dir davon ab, dies zu erforschen. Mit Ausnahmen. Klar gibt es überall Ausnahmen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich kann erst dann medial arbeiten, wenn ich meine Blockaden bearbeitet und gelöst habe und der erste Schritt ist, herauszufinden, was diese denn sind. Der zweite Schritt ist herauszufinden, wie ich sie lösen kann. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, Achtung, Trommelwirbel, ich übertreibe, bist du verloren. Nein, du bist nicht verloren. Aber das ist sehr häufig ein Weg, den manche wählen, um sich selbst zu sabotieren, um sich selbst zurückzuhalten, um nicht
diesen Weg gehen zu müssen. Also um eine Ausrede zu finden, sich nicht als Medium zu präsentieren in der Öffentlichkeit, aus Angst vor Zurückweisung, aus Angst vor Ablehnung, was auch immer. Und ja, das sind auch Blockaden. Jetzt wird es ein bisschen verworren. Aber ich verspreche dir, ich fasse es nochmal einfach zusammen. Erstens, ja, wir sind alle blockiert. Du brauchst dir gar nicht diese Frage zu stellen. Zweitens, was es ist, Achtung, dass du dich hier nicht verrennst, verirrst und dass das nicht zu einem unendlichen Spiel wird, die Suche nach deinen Blockaden, und in diesem Spiel, während dieser Suche, bleibst du, wo du bist und machst nichts weiter in deiner Medialität. Also es ist wirklich eine Falle. Dennoch, du kannst natürlich dich auf die Suche machen. Ich persönlich rate dir wirklich ab, das meine ich völlig ernst. Warum? Ich habe noch einen zweiten Grund, warum ich dir abrate. Nicht nur, weil du dich darin verzetteln kannst, ausbremsen und unnötig aufhalten kannst, sondern einen zweiten Grund hat das, nämlich, dass ich beobachtet habe in diesem und in vielen anderen Dingen, dass das Handeln, in dem Fall das Üben, das Machen, das Weitergehen, das dich mit dem Thema beschäftigen, das Lesen, das Videos anschauen auf YouTube oder sonst wo, das Kurse belegen, das Sitzungen wahrnehmen und so weiter, dass dieser Weg schon an sich sehr viel löst. Da kommst du ja an deinen Blockaden vorbei. Da werden sie dir ja gezeigt. Da merkst du plötzlich, ich kann in der Einzelarbeit, also mit einem Klienten, mit einem Gegenüber, damit sind wir zwei natürlich, Medium und Klient, damit kann ich in der Einzelarbeit, ich merke, ich kann in der Einzelarbeit gut arbeiten, aber sobald mehrere Menschen da sind, kriege ich Angst- und Panikzustände. Okay, hier gibt es eine Blockade. Ja? Es zeigt sich, wenn du den Weg gehst. Oder du liest eine Passage in einem Buch oder hörst einem Video zu, einem Audio, was auch immer, und auf einmal schwingt etwas in dir an und du kriegst Schweißausbrüche und du hast plötzlich ein Bild davon und weißt, das ist wahr für mich, das ist für meinen Weg relevant. Also, du musst gar nicht so viel suchen, weil die Blockaden zeigen sich ohnehin. Und weil im Tun, im Gehen, im Handeln, im Üben sich wirklich viel mitlöst. Okay? Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie kann ich das lösen? Durch beinahe unendliche Möglichkeiten. Du kannst Blockaden lösen, wie gesagt, durch Üben, durch das Tun, durch das Aufnehmen von Informationen. Weil manchmal reicht es, wenn du von einer Situation liest, weißt, das war auch meines. Dann kommen Emotionen, dann fließen vielleicht Tränen und dann merkst du, jetzt bin ich freier geworden. Dann ist vielleicht dieses Thema gelöst oder eine dieser Zwiebelschalen ist weg und das Thema kommt wieder zu einem späteren Zeitpunkt. Wir wissen auch mittlerweile, dass die Zeitqualität Relevanz hat. Das bedeutet, du kannst nicht zu jedem Zeitpunkt und immer in deinem Leben alle Themen bearbeiten und lösen, sondern das Timing muss stimmen. Das hast du bestimmt schon beobachtet, wenn du den spirituellen Weg gehst, wenn du dich dafür entschieden hast, manches weißt du, das ist ein Thema, das schaue ich mir irgendwann an, das gehe ich irgendwann an, aber jetzt nicht. Und wenn du dann so durchbeißt und der Verstand sagt, ich will das aber jetzt bereinigt haben, dann kommst du nicht weiter, weil der Moment nicht richtig ist, weil der Zeitpunkt nicht stimmt. Ja? Das heißt, wir sind hier eh ein bisschen eingeschränkt. Das, was jetzt präsent ist in uns, das können wir jetzt auch bearbeiten oder ganz lösen. Und das, von dem wir wissen, dass es in uns ist, aber sich weiter weg anfühlt, da ist der Zeitpunkt nicht richtig. Also nochmal, üben, aufnehmen von Informationen, offen sein, es wirken lassen, was ich aufnehme. Meditation. Für mich wurden auch schon viele Blockaden durch Bewegung und Sport gelöst, durch Tagebuchschreiben, durch Gespräche und selbstverständlich durch alle möglichen Sitzungen der Energiearbeit, der Heilarbeit, sei das jetzt also am Körper oder im Feinstofflichen, sei das jetzt Akupunktur, Shiatsu, Kraniosakral am Körper, sei das Heilarbeit bei einem Geistheiler, Kinesiologie,
wie heißt das, Quantenmatrix oder Matrixheilung, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Was fällt mir denn noch ein dazu? Reiki natürlich. Auch mediale Sitzungen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass du an dir arbeitest und an dir Dinge löst. Auch malen, auch durch das Malen lässt sich einiges lösen, durch Tanzen. Wenn du siehst schon, wie leicht man sich verzetteln kann, wenn du hier eine lange Liste schreibst und dann alles so eins nach dem anderen wirklich bearbeiten und abhaken willst, und ich kann dich da gut verstehen, war bei mir auch so, dann kommst du viel weniger schnell voran, als wenn du dich einfach reinbegibst, machst, tust und dann sagst, okay, hier stoße ich immer wieder an, das zeigt sich immer wieder, da habe ich das Gefühl, es löst sich nicht im Zuge dessen, wie ich meinen Tag gestalte, mit meiner Morgenroutine, mit meiner täglichen Arbeit an mir selbst. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, falls dich das interessiert. Das werde ich verlinken, darf ich nicht vergessen. Oder will ich nicht vergessen. Also das, wo du merkst, das löst sich nicht in dem, was du ohnehin jeden Tag machst, löst sich auch nicht durch dein mediales Üben, dann gibt es diese ganzen Möglichkeiten. Dann suchst du dir einen Lehrer oder eine Lehrerin, einen Kurs, Heiler, Kinesiologen, Körpertherapeuten. Wenn du merkst, okay, ich habe hier im Hals eine starke Blockade, die deutlich wird beim Channeln, dann kannst du hier Unterstützung suchen. Du kannst dir ja auch Unterstützung suchen durch pflanzliche Mittel, durch Tees, durch ätherische Öle, durch Essenzen, Aurasprays. Also auch das ist ein Zugang. Es gibt so, so viel und ich kann hier unmöglich alles nennen, weil ich nicht mal alles kenne. Auch durch Rituale zum Beispiel, ja, durch Familienstellen, so vieles. Ich werde dir das nicht vorgeben und ich finde es auch nicht gut, wenn es dir jemand anders vorgibt, sondern such deinen Weg, geh deinen Weg und vertraue darauf, wenn was zu bearbeiten ist, mit Hilfe von außen, dann zeigt sich das. Dann wirst du es nicht mehr in Frage stellen, sondern dann weißt du, hier will ich mir Hilfe suchen. Und vielleicht schaut diese Hilfe in Form von Dingen aus, die du dir selbst kaufst, wie zum Beispiel ätherische Öle, oder die du so hinzunimmst, oder Gespräch mit deiner besten Freundin, oder einige Meditationen, oder wirklich nochmal rausgehen und dir speziell einen Menschen suchst, der energetisch arbeitet, bei dem du ein gutes Gefühl hast, und das ist das A und O. Das Gefühl soll stimmen. Der Moment soll stimmen und dann bist du richtig. Und wenn du merkst, hier hat sich was getan, aber das Thema ist noch immer da, dann wurde eine Schicht gelöst. Dann gibt es auch keinen Grund, enttäuscht oder traurig zu sein, weil dann ist eine Ebene weggegangen. Dann bist du ein Stück freier geworden und dann zu einem anderen Zeitpunkt geht die nächste Ebene. Okay? Ich hoffe, das hat geholfen und dich motiviert und inspiriert, weiterzumachen und deine Aufgaben zu machen, deiner Lebensaufgabe zu folgen und dich dem hinzugeben, was sich dir als wahr und richtig erweist, dich deinen Fähigkeiten hinzugeben, dir und deinen medialen Fähigkeiten zu vertrauen. Und ich freue mich, wenn sich unsere Wege online oder offline mal wieder kreuzen. So oder so, hab einen wunderschönen Tag. Und alles Liebe, alles Gute und gutes Vorankommen, gutes Erkennen. Viel Freude mit deiner Medialität. Ciao.